Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir Ihnen eine sehr komplexe Übung vorstellen, die sich im Grundsatz mit dem Pressing, Gegenpressing und aus dem Pressing lösen beschäftigen wird. Im Grundsatz geht es hier im 3 gegen 1 bzw. ein 5 gegen 2 und in verschiedenen Bereichen des Spielfeldes Überzahlsituationen zu schaffen, damit man sich aus dem Gegenpressing lösen kann. Eine Empfehlung ist hier, die Übung anzuwenden, wenn ihr schon eine etwas stärkere Mannschaft trainiert, beziehungsweise die sich schon mit verschiedenen Pressing-Variationen oder auch mal allgemein mit dem Gegenpressing beschäftigt hat. Kommen wir nun zum Aufbau. Der Aufbau wird ein bisschen größer. Das heißt, wir werden hier ganz viele Felder markieren, die eine Größe von 8 x 8 Metern haben. Und dann im Innern dieser ganzen Felder werden zwei orangene oder zwei andersfarbige Hütchen platziert, die dann gleich als Treffpunkt dienen. Wir teilen diese ganzen Felder in zwei Spielfelder auf. Ihr seht hier einmal oben das gelb markierte Feld, Feld 1, und unten das markierte Feld, Feld 2. Diese Spielfelder werden wir in Zonen einteilen, wie ihr hier seht. Kommen wir nun zur Spieleraufteilung. Wir werden hier mit einem 5 gegen 2 beginnen. Das heißt, in Zone 2, in der mittleren Zone, werden wir ein 3 gegen 1 spielen. Das heißt, drei blaue und ein roter. In den äußeren Zonen, sprich Zone 1 und Zone 3, wird sich jeweils ein blauer aufhalten. Und an einem ersten orangen Hütchen wird sich ein weiterer roter Spieler aufhalten. Kommen wir nun zum Ablauf der Übung. Im Zentrum wird ein 3 gegen 1 gespielt und irgendwann wird ein Blauer sehen, wann die einen äußeren Spieler gut ins Spiel einbinden können, werden diesen dann anspielen und zwei der Spieler, die im mittleren Feld ein 3 gegen 1 gespielt haben, wechseln mit das Feld, sodass wir in Zone 3 mit drei Blauen stehen und in den anderen zwei Zonen, sprich Zone 1 und Zone 2, jeweils ein Blauer. Hier findet auch ein Spielerwechsel bzw. Spielerrotation des roten Teams statt. Der rote Spieler, der versucht hat, in Zone 2 den Ball zu erobern, wird bei Felderwechsel inaktiv. Das heißt, er sprintet zum orangen Hütchen raus, geht in die Warteposition und der Spieler, der am orangen Hütchen gewartet hat, sprintet sofort ins neue Feld rein und versucht innerhalb kürzester Zeit den Ball zu erobern. Hier eine kleine Empfehlung von mir, geht die Übung erstmal ein bisschen langsamer an, damit die Spieler die verstehen. Das heißt, die Roten vielleicht etwas passiver zu Werke gehen lassen, sodass Blau halt erstmal ein 3 gegen 1 spielen kann und des Öfteren mal das Feld wechseln kann, beziehungsweise auch die Roten so eine Rotation durchführen kann und dann nach und nach die Geschwindigkeit erhöhen. Nach dem Wechsel sieht die neue Konstellation dann so aus, damit ihr das einfach mal gesehen habt. Dieser Grundsatz, das 3 gegen 1 mit Verschieben plus der Spielerrotation des roten Teams, muss sitzen. Ansonsten macht die nächste Steigerung keinen Sinn. Also das muss sitzen, das muss halbwegs gut funktionieren. Und wenn das erstmal bei einer Gruppe klappt, nehmen wir erstmal eine zweite Gruppe hinzu. Das heißt, das sieht natürlich jetzt nach ein bisschen Chaos aus, aber das ist exakt der gleiche Aufbau wie oben. Wir spielen nur direkt mit zwei Gruppen in diesem abgesteckten Feld. Das brauchen wir gleich noch. Und dann lassen wir die Übung erstmal so laufen. Eine kleine Variationsmöglichkeit bzw. eine Regel kann man hier noch einführen, die sehr, sehr sinnvoll ist. Für Mannschaften, die das jetzt schon gut können, die das vielleicht schon mal in der einen oder anderen Form gemacht haben, kann man jetzt zum Beispiel beim blauen Felderwechsel einführen, dass der Spieler, der den Ball dann kriegt, nur einen Ballkontakt hat. Das zieht nach sich, dass die Spieler, die verschieben müssen, mit einer hohen Geschwindigkeit in das Feld verschieben, weil die genau wissen, mein Mitspieler hat nur einen Ballkontakt. Somit wird eine ganz, ganz schnelle Dreiecksbildung provoziert. Und natürlich ein schnelles Wechseln, schnelles Aufnehmen der neuen Spielsituation und natürlich eine schnellstmögliche 3 zu 1 Überzahl. Ja gut, kommen wir dann zur nächsten Variationsmöglichkeit bzw. Steigerung, wenn diese Übung klappt. Der Aufbau der Übung bleibt gleich, da haben wir natürlich gerade ein bisschen vorausschauend aufgebaut. Nur die Felder sind etwas anders aufgeteilt. Unsere Spielfelder sind die gelben Felder, die äußeren gelben Felder. Und das blaue Feld ist gleich das Feld für die rote Mannschaft. Das heißt, ich will das alles ein bisschen entzerren und ich möchte mehr auf die Dynamik, die entstehen soll beim Gegenpressing, Pressing lösen, wieder so ein bisschen entsteht, damit so ein bisschen im Vordergrund stellen.
Nun zum Spieleraufbau. Wir brauchen definitiv 12 plus 4 Spieler, also 16 Spieler. Ansonsten ist diese Übung wirklich sehr, sehr schwer zu spielen, beziehungsweise man kann sie vereinfachen. Aber ich habe festgestellt mit diesen Abständen, dass es dann schwierig ist, wenn man halt mit mehr Spielern oder auch weniger Spielern diese Übung durchführt. Es mag klappen. Könnt ihr ein bisschen runterbrechen für euch, wie ihr das mögt. Beziehungsweise je nachdem, wie stark eure Mannschaft ist, könnt ihr das so ein bisschen anpassen. Der grundsätzliche Ablauf bleibt gleich. Die Aufteilung bleibt auch fast gleich. Wir werden jetzt hier oben im linken Feld ein 5 gegen 2 spielen. Die Besonderheit liegt hier bei der blauen Positionierung der Spieler in den anderen Feldern. Ihr seht, zwischen den aktiven Feldern ist immer ein Feld frei. Und ihr seht auch, dass in den äußeren Zonen oder in den spielnahen Zonen, das heißt in dem Fall oben links in der Ecke, da spielen wir ja das 5 gegen 2. Dann haben wir in der rechten Ecke 3 blaue stehen, dann haben wir unten 3 blaue stehen und gegenüber von dem Spielfeld haben wir nur einen blauen Spieler stehen. Das ist eine Sache, die gleich viel Köpfchen, viel Aufmerksamkeit erfordern wird. Da wir natürlich hier einen ständigen Wechsel von vielen Spielern und Positionen, Spielpositionen und Spielsituationen haben. Was wird jetzt in dieser Übung genau gemacht? Ganz klar, wir spielen oben links ein 5 gegen 2. Dann, wenn die Möglichkeit es zulässt, versuchen wir als blaues Team in eines der äußeren Felder das Spiel zu wechseln. Beziehungsweise wir versuchen uns aus dem Pressing zu lösen und versuchen deswegen einen etwas tieferen Pass zu spielen. Deswegen sind auch die Zwischenfelder zwischen den Spielfeldern auch frei, weil wir die mit einem harten, direkten Pass überbrücken wollen. Die Spielerrotation von Rot bleibt wie gehabt. Zwei rote Spieler gehen ins mittlere Feld rein und die zwei roten Spieler, die zuvor gewartet haben, starten mit hoher Geschwindigkeit ins nächste Feld rein und wollen den Ball erobern. Jetzt kommt die kleine Aufgabe für Blau. Blau heißt nicht nur, wir stehen und warten auf den Ball. Das heißt, wir wollen immer in den spielenden Situationen Spieler haben oder mehrere Spieler haben, die angespielt werden können. Damit wir uns aus dem Pressing, Gegenpressing natürlich auch lösen können. Rot wird hier ein ganz klares Pressing, Gegenpressing spielen. Wir gehen davon aus, dass irgendwo im Mittelfeld ein Ball verloren worden ist und dann ist man meistens ja auch irgendwo in Unterzahl. Dann versuchen die innerhalb von ein paar Sekunden den Ball zu erobern. Und Blau versucht sich dementsprechend aus diesem Pressing, Gegenpressing zu lösen und versucht einen Spieler weit weg von diesem Pressing anzuspielen. Um das zu ermöglichen, müssen die Positionen erstmal besetzt werden. So. Bei unserer Aktion wird der Ball jetzt nach unten gespielt. Das heißt, aus dem 5 gegen 2 lösen sich auf alle Fälle zwei blaue Spieler, die unten eine Überzahl, also unten wieder das 5 gegen 2 herstellen. Wenn zwei Spieler aus dem aktiven Feld nicht wechseln, spielt unten blau ein 3 gegen 2. Das soll nicht der Fall sein. Da spielnahe Felder immer besetzt sein müssen, muss jetzt das Feld, was nahe dem aktiven Feld ist, sprich unten rechts haben wir nur einen Spieler stehen, ist aber das spielnahe Feld. Da sollen drei Spieler warten. Das heißt, das nicht spielnahe Feld, in dem Fall das rechts obere dann, wo noch drei Spieler stehen, muss sich auflösen. Das heißt, da darf nur noch ein Spieler stehen bleiben. Und zwei Spieler müssen sich jetzt in die untere Ecke bewegen, damit wir unten in den spielnahen Szenen drei Spieler haben. Beziehungsweise in den spielnahen Raum jeweils zwei Felder haben, die mit jeweils drei Spielern besetzt sind. In dieser Übung kommt wirklich alles vor. Normale Pressing-Situation, woraus man sich lösen kann. Gegenpressing, das heißt, wir haben hier immer noch einen ganz großen athletischen Faktor. Also da bitte auch darauf achten, dass Rot sich nicht die Beine in den Bauch läuft, sondern dann auch da wechselt, dass wir dann regelmäßig auch, sag ich mal, die Viererteams wechseln, damit jeder mal so ein bisschen seine Pausen kriegt, denn die Sachen müssen sitzen. Es bringt jetzt nichts, einfach nur wahllos da, das Team Rot da wahllos einfach nur hin und her rennt, sondern es sollte auch schon so ein bisschen gezielt sein, gezielt auf den Ball, beziehungsweise die Räume zustellen, vielleicht auch mal den Pass rüber zustellen und dass auch aktiv der Ball erobert werden kann. Bringt gar nichts, wenn die Spieler so K.O. sind, dass die kaum noch ins andere Feld reinsprinten können. Hier in der Übung ganz darauf zu achten, bei Blau Passqualität. Wir wollen, wenn wir den Ball erobert haben, den Ball sichern. Und das heißt sofort in gegnerferne Zonen spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir uns aus dem Pressing gegen Pressing lösen.
Das ist für Team Blau wichtig. Dann natürlich auch eine Besetzung der spielnahen Flächen. Wir hätten die zwar hier mit einem Spieler, aber die Spieler sollen verstehen, dass es wichtig ist, die Felder in der Bewegung zu besetzen und nicht schon, dass wir da mit einem Spieler stehen. Dass wir dann vom Kopf her so weit sind, dass wir sagen, oh, das Spiel, da steht jetzt einer, wir müssen da jetzt nicht reinlaufen. Das heißt, wenn wir irgendwo Pressing-Szenen haben und wir müssen unserer Mannschaft helfen, aktiv sagen, hier bin ich oder löse hier raus oder spiel mich an, wir können den Ball hier sichern, das sollen die einfachen Kommandos dann sein oder das sollen die Spieler ganz einfach merken. Für Rot gilt, wenn sie attackieren, natürlich im hohen Tempo, aber auch nicht blind draufrennen. Wir wollen natürlich auch das Gegenpressing trainieren, das heißt, bei bestimmten Situationen darauf achten, dass ein roter Spieler, sag ich mal, beim ungünstigen Stand eines blauen Spielers so drauf schiebt, dass der einfach einen ganz ungünstigen Winkel hat, um sich daraus zu lösen. Und der zweite rote Spieler muss dann einfach gucken, oh, wo kann ich die Netze tiefer absichern, wo könnte ich eventuell einen Pass abfangen. Also hier gibt es wirklich, das ist eine multifunktionale Übung, die spiele ich sehr, sehr gerne, auch in noch anderen abgewanderten Formen, aber damit möchte ich euch noch nicht konfrontieren, die kommen später noch auf den Kanal. Ich liebe das Pressing, ich liebe das Gegenpressing, dass man das richtig spielt. Und das sind so Grundzüge von schnellen, also von vielen sich ändernden Spielsituationen, Spielerpositionen, verschiedenste Timing-Pässe. Also hier muss natürlich auf Pass-Timing geachtet werden, dass man nicht zu harten Spieler anspielt oder dass man, wenn man den zu langsam spielt, kann die Gegenpressen, also die Mannschaft, die Gegenpressing spielt, ganz einfach den Ball erobern. Das heißt, es muss eine gewisse Passschärfe rein. Bei dem Wechsel, man muss gucken, dass die Felder dann auch zu dritt besetzt sind. Ansonsten gibt es einfach Schwierigkeiten, schnell da eine gute Überzahl zu schaffen, damit man da auch in Ruhe, in Anführungsstrichen, spielen kann. Also diese Übung lege ich wirklich jedem ans Herz, der wirklich Lust hat, Pressing und Gegenpressing zu spielen, beziehungsweise was man jetzt einfach nicht mehr außer Acht lassen darf, wie löse ich mich aus dem Pressing. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil auch des Pressings, weil viele Mannschaften oder alle Mannschaften, die Fußball spielen, die haben irgendwo Pressing-Variationen und Pressing-Löser muss es immer geben, ansonsten kommt eure Mannschaft immer eine problematische Situation. Ja, das war wieder ein neues Video auf unserem YouTube-Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann auf den Abonnieren-Button klicken. Uns würde es sehr freuen, wenn du diesen Beitrag auf Facebook, Twitter oder Instagram teilen würdest und alle Personen, die es interessiert, drunter verlinkst. Das war's auch schon. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Die 11.